So, einen wunderschönen herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit dem Namen. Ich probiere gerade ein neues Spiel, was ich soeben im Internet gefunden habe. Das Ganze nennt sich Basic Clicker. Ich weiß selber nicht, was das sein soll. Es hat wohl irgendwas mit Mindtest zu tun, habe ich mir hören lassen. Stellt sich raus, es kommt ein schwerer Fehler. Warum kommt jetzt ein schwerer Fehler? Oh, ja. Stellt sich raus, ich bin einfach dumm wie Kacke. So. Das Programm soll wohl von einem Herrn Ronny Bartmann entwickelt worden sein. Wer auch immer das ist. Okay, wir haben ein bisschen Gold verdient. Verstehe ich nicht. Ich bin so arm. Ja, mein Programm hat die erste stabile Version. Yay! Man kann damit schon richtig spielen. Na gut, okay, komm. Genug Eigenwerbung gemacht. Was wir jetzt natürlich machen, ist natürlich nicht Basic Clicker spielen, was genau genommen gar nichts mit Mindtest zu tun hat, mal ganz davon abgesehen, sondern direkt Mindtest. Wir spielen Mindtest. Ja, und heute werden wir dem Namen sogar mal wieder gerecht, weil wir gehen direkt in eine Mine Map. Ich weiß, das war schlecht. Man möge mir verzeihen, es ist früh am Morgen, es ist gerade nur 14 Uhr. Ja. So. Haben wir alles? Hatten wir schon? Waren wir schon in die. Nee, wir waren noch oben, wir sind noch nicht reingesprungen. Wir waren erstmal noch oben an der Kante. Aber wir waren schon bereit. Das heißt, wir können jetzt direkt runtergehen. Oder? Doch. Genau. Sehr schön. Ach ja, siehst du, wir haben jetzt auch endlich unser Fernglas. Ha! Geil Scheiße. Das heißt, wir können jetzt richtig hardcore in die Tiefe gucken. Was mache ich hier gerade? Das war dumm. Oh, Alter, das sieht ja mal ein bisschen komisch aus hier, Alter. Huh! Okay, sieht halt total surreal aus. Erstens, die Leiter hat eine ganz kranke Struktur. Keine Ahnung, ob man das im Video später erkennen wird, weil das Video wird da skaliert. Aber ich denke mal, manche Sachen, zum Beispiel Walter, diese komischen Muster, die wird man erkennen, auch im Video. Es sieht halt so ultra komisch aus. Ja. Oh, schon wieder bewölkt hier. Macht voll Spaß. Ich kann den Nachbarn beobachten. Oh ja, Kleine, zieh dich aus. Oh, nein, nicht die Jalousien. Oh. Sie hat die Jalousien runtergezogen. Das ist traurig. Und da? Was geht da ab? Nice. Nice. Schönes Panorama. Na gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal in die. Haben wir alles dabei, was wir brauchen? Wir haben Holz. Wir haben Verpflegung. Doch, wir haben eigentlich alles dabei. Gut. Was? Alter, das sieht so krank aus, Alter. Das sieht so scheiße aus. Oh mein Gott. Ups. Zwei Fragen. Warum ist der Scheiß so schnell? Wieso kamen wir mit dem Laden hinterher? Und zweite Frage. Warum sind wir nicht gestorben? Warum leben wir noch? Was ist geschehen? Jetzt mal Real Talk. Warum leben wir noch? Ich meine, wir sind gerade ein paar Meter tief gefallen.
Ich weiß, Regenbogenrüstung ist stark, aber nicht so stark. Ist ja keine Admin-Rüstung. Also, das finde ich ja schon ein bisschen seltsam. Aber wie das aussah gerade, Alter. Also die Optik war geil. Okay, also ich schwöre, das macht irgendwie keinen Sinn gerade. Ich gehe mal kurz nochmal home. Wir hätten locker sterben müssen. Kann es sein, dass der Server gerade hinterher kam? Keine Ahnung. Noch mal runter. Set. Wenn ich jetzt R drücke. Ich sehe den Boden. Man sieht den Boden. Leck mich am Arsch. Okay, so nicht, aber so. Okay, fahren wir mal runter. Oh, das sieht so krank aus. Das sieht so surreal aus. So, jetzt müssen wir aber sterben. Bitte stirb. Kann mir mal bitte einer sagen, warum wir nicht sterben? Haben wir das jetzt überhaupt Schaden bekommen? Nee, ne? Muss ich das verstehen? Nee, ne? Warte mal ganz kurz. Ich will mal einfach mal sicher, nur mal sicher gehen hier. Weil ab und zu bekommen wir Schaden. Genau, eben wenn wir Hunger haben, solche bekommen wir Schaden. Weißt du, von Hunger sterben wir, aber von 30 Kilometer runterfallen sterben wir natürlich nicht. Warum auch? Alter, wie tief das geht? Oh mein Gott! Ja, jetzt war gestorben. Also liegt echt an der Rüstung. Alter, wie... Oh, ja, stimmt da. Wir gehen da zum Spawn. Okay, das ist gerade ein bisschen total weird. Also jetzt mal wirklich weird. Ich wusste gar nicht, dass die Rainbow-Rüstung so scheiße stabil ist. Also wirklich so arschscheiße stabil. Die hält ja... Alter, wenn die selbst so einen riesigen Sturz festhält... Ist schon ein bisschen krank. Also jetzt mal... No joke, ne? Ich sehe unser Knochen. Ja, man sieht unser Knochen. So, obwohl es nicht mehr. Jetzt doch. Man sieht den Knochen. Ja. Oh, Alter, das ist so weird. Oh. Nicht zu tief fallen. Na komm, noch ein Stück. Ja. Wow. Achso. Ja, siehst du, jetzt krieg ich. Das ist mal so ein kleinen Scheißschaden. Ich mach mal so hier. Wow. Scheiße. Jetzt komme ich nie wieder runter, kann das sein? Wir sollten Leitern verlegen, kann das sein? Scheiße, die Wand dann, kann das sein? Habe ich Leitern dabei? So rein zufällig in der Tasche irgendwie? Nein. Kacke. Okay, komm, wie war das hier? Hallo? Oh, nein! Oh Mann! Arschloch. Nochmal runter, wird dann langweilig hier. Langweilig. Bremst doch mal! Oh mein Gott. Okay, doch, schaffen wir noch. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, dass wir nicht zu tief irgendwie fallen. Ach komm, rein. So, jetzt klatschen wir dich mal daran. Hat er einfach so oft gehört? Ja. Okay, das heißt, er platziert nur in Chunks, die er bereits geladen hat. Interessant. Na gut. Oder er hat einfach allgemein eine Maximallänge, wie er platziert. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt müssen wir hier wieder hochklettern. Haben wir Leitern dabei? Nee, ne? Nee. Aber wir haben jetzt Holz dabei, das heißt, wir können uns das Leitern bauen. Du, mitkommen. Ach, egal, komm. J-Download interessiert gerade keinen. So, wir gehen mal zur Leiter. So. Und dann bauen wir dich auch noch ab. Perfekt. So, dann du bitte wieder einmal zurück. Dankeschön.
Okay, und wir wollen jetzt noch ein paar Leitern, damit der Abgang nicht mehr so schmerzhaft ist. Wobei, ne, mit dickster Rüstung ist sie überhaupt nicht schmerzhaft. Da ist es ja wie ein Spaziergang im Park, quasi. Jetzt kommst du, da kommst du, da kommst du, da kommst du. Irgendwie so, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir Leitern produzieren. Beziehungsweise halt, stopp. Wir müssen auch noch über uns Leitern platzieren. Hier ist auch noch eine Lücke. So. Jetzt wird es ein Spaß, unter uns Leitern zu platzieren. Das wird doch nie im Leben was. Angst und so, Angst und so, Angst und so. Alter, was jetzt? Hä? Genau. So, und jetzt, oh mein Gott, oh mein. Boah, Alter. Macht voll Laune. Weg da. Ah, ich bin schon wieder nur am Rumspielen hier, kann das sein? Nein, wir kommen nie wieder hoch. Wir werden ja mal nicht sterben. Ein Leiter fehlt. Ernsthaft jetzt? Weg, Arsch. Yay. Ah ja. Vielleicht können wir die irgendwann für irgendwas gebrauchen. Keine Ahnung. So, jetzt erstmal in die Höhle. Und dann wird's verfiegt. Bis zum Get-No. Ist ja auch schon scheiß langer Weg. Ich glaube, wir können... Siehst du, wir könnten doch mal so eine Bahn aufbauen, so eine Lore. Ist das eine gute Idee oder eher keine so gute Idee? Weil der Weg ist halt schon echt scheiß lang, ne? Ich meine, gut, wir können sprinten. Aber das ist halt nicht das Gleiche, ne? Zwischen Sprinten und Bahnfahren gibt es halt schon einen Unterschied. So, und mit unserem neu gewonnenen Fernglas können wir jetzt auch diese Diamanten beobachten. Tada! Oh, ist ja bloß ein Diamant. Das andere ist ja gar kein Diamant. Hä? Ist das echt... Nee, das ist gar kein Diamant. Da sind so weiße Punkte drinne. Diamant wäre durchgehend hellblau. Oder sieht das nur von hier so scheiße aus? Ich mach mal ein bisschen Licht. Mach ich mal ein bisschen. Wow! Okay, das sieht krank aus. Wie geil war das denn? Lol, gefällt mir. Kann man öfters so machen. So, kommen wir jetzt hier überhaupt runter? Die Frage ist, runter kommen wir aber nicht mehr hoch, oder? Schlechte Idee. Ich versuche mal hier ein bisschen an der Kante lang zu gehen und mal gucken, wo wir hier lang kommen. Geht es hier nur hoch oder geht es hier irgendwo dran vorbei? Okay, da hinten ist der andere. Okay. Ein bisschen Zink kann ich schaden. Die Frage ist, kommen wir hier auch mal irgendwie dran vorbei an dem Ding? Oh, Mese. Okay, hier geht's wieder runter. Sehr schön. Hey, jetzt geht's wieder hoch. Wo bin ich hier gerade? Oh mein Gott. Okay, schlechte Idee. Nee. Kurz, wir gehen zurück. Alter. Das sieht so geil aus. Schacht. Nein. Okay.
Aber in den Wänden scheint nichts drin zu stecken, also nichts Besonderes. Ich meine, gut, vielleicht ist da eine Kiste, ja, aber. Kiste hin oder her. Ich baue uns hier mal einen Weg. Ich baue uns hier mal erstmal schon einen Weg. Haben wir die Schippe dabei? Ja, haben wir. Sehr gut. Dann mache ich mal zuallererst diesen Kacksand hier weg. So, und jetzt schlage ich jetzt mal hier einen Weg in den Stein. Und die erste Spitzhacke ist weg. So, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Geht's hier runter? Ja, hier geht's runter, aber leider etwas steiler als ich hatte. Vorhatte. So, sieht schon besser aus. Mal ein bisschen Licht machen hier. Oh mein Gott, Mese. Nein! Ich will in die Tiefe fallen. Mein lieber Mese. Mein liebes Mese. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Das ist kein Diamant. Was zur Hölle ist das? Das war Diamant? Der hatte so weiße Punkte. Hat der Ausschlag? Suspekt. So, gucken wir uns mal hier ein bisschen im Minenschacht um. Vielleicht gibt es hier was Schönes. Ja, eine Fahrt in die Hölle. Wer hier nicht bremst, fällt tief runter. Na, obwohl, so tief geht es gar nicht runter. So, was haben wir hier? Ein bisschen so Fahrt. Zink. Oh, ganz viel Meter. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, es ist Gold. Leckt mich. Ist beides das gleiche. Zink und Gold. Mese und Gold. Ist beides gelb, also ist es das gleiche. Oh, guckt euch das an, Alter. Also die Mine ist zumindest ausgiebiger. Quatsch, diese Monsterhöhle ist zumindest ausgiebiger an selteneren Sachen als die andere Mine. Ich meine, alleine wie viel Mese wir hier bekommen, das ist ja abartig. Und hier geht's schon wieder aus. Okay, ich glaube mal, mittlerweile haben wir echt mehr als genug Zink. Zink ist ja hier mittlerweile echt schon fast ein Standardmaterial hier unten. Da ist schon wieder so was Helles. Wir haben einen Diamant. Okay, das war gerade krumm. Kommt schon wieder raus? Oh, Alter, wir haben hier die Hälfte vergessen. Guckt euch das an. Okay, raus hier. Oh, was ist das hier? Auch wieder Chrom. Sehr geil, das Ganze. So. Wir sind wieder draußen. Da ist auch schon wieder eine Spinnennetzmine. Okay, wo geht's hier lang? Noch schön. Och, mal, Alter. Okay. Also, da ist eine Mine. Und das da, was leuchtet da? Wahrscheinlich auch eine Mine. Kann aber auch Lava sein, natürlich. Da gehen wir mal hin, irgendwann die Tage. Erstmal gehen wir in die Richtung, weil das aussieht, wie als wenn das näher wäre. Auf jeden Fall leichter erreichbar. Setzfrosche. Oh, Alter! Mese! Oh, was ist denn hier? Oh, eine Mine! Das ist aber nett. Oh, schon wieder dunkel. Das ist aber nicht nett. Hier, siehst du, das, hier schon wieder sowas. Das ist doch kein Diamant, oder? Okay, wir haben ein Diamant. Doch, das ist Diamant, okay. Seit wann hat Diamant so gelbe, so weiße Punkte drin? Kenne ich Diamant gar nicht. Ist mir völlig fremd. Was ist hier los? Geil, Diamanten. Yay. Ali, hopp. Diamanten, Manten, Manten.
Eine Kiste gibt es jetzt scheinbar keine. Oh, Diamant. So, ich meine, es war nicht so gut wie Sulfat, aber immerhin, ne, Diamant ist ganz geil. Oh, Mese. Okay, also Mese wird langsam auch langweilig. Wow. Oder ich will hoch, nicht runter. Mhm. Interessant, so geht's hier lang. Zum Mese. Mese, wir lieben dich. Und Ende. Okay. Dann sammeln wir die ganzen Fakten mal wieder ein. Wir haben ganz schön viele verbraucht gerade. Über 60 Stück. Können wir mit der Wolle was anfangen? Achso, können wir gar nicht abbauen. Da brauchen wir ein Schwert für, glaube ich. Um diese Spinnnetze abzubauen. Oder eine Schere. Eine Schere geht, glaube ich, auch. Aber eine Schere ist ja noch bekloppter. Also dann lieber ein Schwert. Schwert können wir wenigstens auch benutzen, um gegen Monster zu kämpfen. Ach ja, Diamanten. Das ist wieder Chrom, kann das sein? Das ist alles bloß Gold, ne? Ja. Mann, ey, ich will Sulfat. Wie tief müssen wir denn noch, damit wir Sulfat finden? Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile auf einem Level, wo massig Diamanten und massig Mese auftaucht, aber immer noch keine Diamanten. Immer noch kein Sulfat. Ist doch verhext. Gibt's überhaupt Sulfat? Oder wurde das abgeschafft? Ach, ich spiele schon wieder Ende. Ach Gott. Das gibt's doch gar nicht. Na gut. Das heißt ja wohl, wir müssen früher oder später definitiv noch tiefer. Da ist wieder Kupfer. Ach Mann, Alter. Das kann nicht wahr sein. Wisst ihr was? Ich glaube, bei der nächsten Aufgabe gucken wir erstmal wieder in den Quellcode. Mal gucken, ab wo das Zeug spawnt. Und dann gehen wir mal gezielt auf diese Tiefe. Es kann ja nicht angehen, dass wir hier kein bisschen Zeug finden, ne? Okay, also der Abschnitt sieht geil aus. So von der, ne, von dem Marmor und die Spinnnetze. Sieht schon ganz schön pompös aus. Ah, ich hab's vergessen. Gut, okay. Dann würde ich mal sagen, dann gucken wir mal in den Quellcode rein. Ab wann wir Sulfat finden, weil das ist ja irgendwie echt traurig hier. So, nichtsdestotrotz gucken wir mal in die anderen Dinger da rein. In die anderen Minen und so. Eine Kiste gab es irgendwie auch nicht, ne? Kann das sein? Ah ja, was soll's. So, von wo kamen wir? Ist irgendwo denn ein Aufkonzern, oder? Genau. Von hier kamen wir. So. Gehen wir mal weiter in die Richtung hier. Habe ich überhaupt ein Schwert dabei? Nee.
Ernsthaft. Eins. Da unten leuchtet es auch. Okay, geht's wieder hoch. Eine Kiste! Yay! Oh, ernsthaft. Können nicht mal interessante Sachen drin sein? Mache ich so richtig Gold oder so? Okay, Gold wäre jetzt auch nicht so sinnvoll. Aber, ne, irgendwie. Sulfat! Könnte nicht mal Sulfat drin sein? Arschlöcher. Ne, kommen wir nicht mehr raus. Von wo kamen wir? Von hier, ne? So. Gut, dann gehen wir mal doch hinten zu diesem anderen komischen Licht, was wir dann gesehen haben, wo wir überlegt haben, ob das Lava oder was anderes sein könnte. Einfach deswegen, weil es auch was anderes sein könnte und es damit spannend ist. Ja, ich habe das Rainbow Ore gesehen, aber es interessiert mich gerade nicht. Weil das klatscht ja nämlich wieder gleich das Inventar zu, da wir das erstmal brennen müssten. Und ganz ehrlich, Rainbow Ore haben wir mehr als genug. Von wo kamen wir überhaupt? Kamen wir von da hinten? Ja, ne? Na gut, ich gehe mal hier lang. Okay, ich gehe in Richtung des Lichts, aber ich sehe es nicht mehr. Doch, da ist es wieder. Ach, doch, ist ein Minenschacht. Ja, ist ein Minenschacht. Schade. Ich dachte mal was Spannendes. Okay. Geht tief runter. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das Spiel das Spiel ärgern möchte. Wir finden einfach kein Sulfat. Das ist Gold. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus. Wo ging es raus? Hier irgendwo. Ah, das war wieder Chrom oder Silber. Auf jeden Fall was Unnötiges. Jutschen! Da würde ich mal sagen, machen wir mal für die Folge erstmal Feierabend. Ist Gold, ne? Ja, ist normales Gold. Ach man, wo. Alles, was ich will, ist Sulfat. Warum gibt es kein Sulfat? Da oben ist was Helles, Blaues, Glänzendes. Wahrscheinlich Chrom. So. Genau, von hier kamen wir. Hier ist irgendwo in der Nähe der Eingang. Perfekt. Haben wir richtig schöne Treppe, die uns nach Hause führt.
Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal für die Folge Feierabend. Und in der nächsten Folge gucken wir einfach mal den Quellcode durch und dann gucken wir mal. Ich will wissen, ab wo es Fahrt gibt. Weil wir sind schon scheiße tief. Aber wie es aussieht, noch nicht scheiße genug tief. Ja, das gucken wir dann in der nächsten Folge.